Servus miteinander und willkommen auf dem Rap Nation Kanal. Heute wollte ich mal drüber sprechen, warum ich mich für die E-Freeride entschieden habe und für keine Zero oder Suron, die ja dieses Jahr auch auf den Markt kommen wird. Ich stand ja selber auch mal vor der Entscheidung, muss aber dazu sagen, ich bin weder eine Zero noch eine Suron bis jetzt gefahren. Ich habe mir nur genauso Testberichte angeschaut, wie du vielleicht jetzt gerade dieses Video. So, dann melde ich mich gerade mal von der Zentrale aus. Ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und zwar kann ich eine Suron bald mal Probe fahren. Ich werde da auf jeden Fall vielleicht das ein oder andere Video draus machen. Der Händler war super nett und er meinte, ihm würde es sogar selber interessieren, was ich so davon halte, weil die wenigsten Leute haben ja bis zu dem Dato schon ein Elektromotorrad gefahren. Mein Vergleich dann von der KTM zu einer Suron Stormy ist sicher ein spannendes Thema, deswegen abonniert gerne den Kanal und dann werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Da werden auf jeden Fall noch weitere Videos kommen. Ich freue mich schon richtig drauf und Video ab dafür. Probiere ich einfach mal aus, hier hochzufahren. Ja, und ich habe aus sehr viel Optik und auf Gefühl gehört. Ja, okay, nicht ganz. Ich bin mal die Freeride E bin ich mal auf der Messe gefahren, aber das kann man jetzt auch nicht richtig fahren nennen. Das war 5 Minuten, so eine 5 Minuten Fahrt. Und ja, davon kann man auch jetzt gerade nicht sehr viel Fahrpraxis sammeln, ob einem das taugt oder nicht. Ich fand einfach nur dieses Thema allgemein sehr interessant mit Elektro. Und deswegen habe ich mich dann mehr dafür interessiert. So, den Hügel versuchen wir hochzufahren. Boah, geht's da hoch, scheiße. Boah, fuck. Boah, hätte ich das geschafft? Nee, mit meiner Bereifung nicht. Das schaffe ich aber jetzt, komm. Oh nein, fuck. Jawohl. Aber ich habe es geschafft. Ja, leck. Ja, ich habe mir... Mein erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist... Junge, wo fahre ich hier lang? Geil. Die Wendigkeit und das Gewicht der KTM. Sie wiegt nämlich nur 110 Kilo. 110 Kilo ist schon eine Ansage für das, dass man 1,5 Stunden fahren kann. So wie immer muss es mich ja einmal schmeißen. Zweiter Punkt, ganz wichtiger Hase, Optik. Bei mir gefällt die KTM extrem gut. Ich habe zwar leider die Zero und die Steel B noch nie in echt gesehen, aber laut Bildern sind es auf jeden Fall keine Frage, auch schicke Motorräder. Mir persönlich gefällt aber auf jeden Fall die KTM am besten. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Punkt, der, glaube ich, jeden sehr viel Entscheidung abnimmt. Oh, was mich dann zum dritten Punkt schon bringt. Durch die Optik, die wahrscheinlich auch am meisten zusprechen wird, ist die Wertstabilität bei dem Motorrad enorm gut. Die verkaufst du nach 2-3 Jahren gefühlt fürs Gleiche, wie du sie gekauft hast. Das trifft zwar auf allgemein E-Bikes, würde ich mal sagen, dass es zutrifft, weil einfach die Nachfrage immer mehr und mehr wird und es fast keine auf dem Markt gibt, gerade gebraucht. Sieht man ja auch bei Tesla. Die Gebrauchpreise sind manchmal teurer wie neu und sind dann 2-3 Jahre alt, die Autos. Die Nachfrage von einem Motorrad muss man sich immer gut überlegen. Wenn man weiß, man möchte ein Motorrad nicht für immer fahren, sondern vielleicht für 1-2 Jahre, so wie ich das mache, mal ein Jährchen, eine Saison, vielleicht eine zweite noch, dann muss die Nachfrage danach extrem gut sein. Weil dann kriegst du sie auch wieder easy los, vor allem für einen Preis, was halt ja auch genial ist. Gerade wenn man sie schon gebraucht kauft, dann macht man eigentlich fast kein Geld kaputt. So, nächster Punkt. Ersatzteile. Meiner Meinung nach ganz wichtig, weil am Motorrad immer wieder was kaputt geht. Und KTM ist ja so breit gefächert, da gibt es für jeden Quatsch irgendeinen Ersatzteil. Ich weiß es leider nicht, wie es bei Suron oder bei Zero, wie lange dann die Wartezeit ist, wenn man was bestellt. Zero ist jetzt ja auch, glaube ich, eine amerikanische Firma. Und ich weiß nicht, ob da die Läden alles lagernd haben. Extrem gut, wenn irgendwas kaputt geht, einfach KTM anrufen, hey, habt ihr das da, abholen. Oder am nächsten Tag ist es da, jo, du kannst es abholen. Das ist natürlich schon eine geniale Geschichte. So, letzter Punkt. Und zwar Top-Materialien. Also ich weiß natürlich nicht, wie Zero oder Suron oder was es sonst noch so für Motorräder gibt auf dem Markt.
Aber ich weiß auf jeden Fall, von mir aus, KTM gibt es seit Jahrzehnten. Ich bin schon viele KTMs gefahren. Ja, die Materialien sind einfach genial. Also da gibt es keine Billigteile oder sowas. Es hat alles, das ist alles eine wertige Sache. Mir ist persönlich sowas sehr wichtig. Dass ich zahle gerne für Qualität. KTM ist auch vielleicht ein bisschen teurer, aber, und das muss man immer berücksichtigen, wie kriegt man seine Teile her, wie schnell, wie gut und wie gut sind die Teile überhaupt. Das waren so meine Punkte, warum ich gesagt habe, ja, die KTM wird es auf jeden Fall jetzt mal werden fürs Erste. Bin super zufrieden mit ihr, aber ich bin natürlich auch offen für alles andere. Falls jemand das Video sieht, der vielleicht eine Zero hat oder eine Suron, dann schreibt mir gerne mal eure Meinungen drunter, warum ihr euch für die Suron entschieden habt oder für die Zero. Bin natürlich auch sehr gespannt und ich bin natürlich auch offen für neue Sachen. Wie gesagt, ich bin ja die anderen zwei Maschinen noch nie gefahren und konnte nur jetzt rein aus diesen Punkten für mich sagen, fürs Erste ist es auf jeden Fall die KTM geworden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen wollt. Ich lade übrigens jeden Sonntag ein neues Video hoch. Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.